Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Liebesorakel. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, wohin die Reise uns führt. Ich bin hier ergebnisunorientiert sozusagen rangegangen. Es war mir heute Morgen einfach nur ein großer Impuls, dieses Video zu machen. So befinden wir uns hier gerade in unserer schönen kleinen Scheinblase, wo immer alles hübsch und schön aussieht. Im Social-Media-Bereich rechts und links von mir liegt aber ein ganzer Haufen Werkzeug, weil ich eigentlich gerade dabei bin, hier meine Wohnung noch schick zu machen. So, aber jetzt kam so ein Impuls rein, dass ich mich jetzt sofort hinsetzen soll und ich jetzt dieses Orakel aufnehme. Also, dementsprechend haben wir uns hier eine kleine Oase von Frieden, Rosa und Glitzer geschaffen und schauen mal, was hier durchkommen möchte. Irgendetwas scheint hier in der Pipeline zu sein, was dringend raus möchte. So, jetzt haben wir diese beiden, die hier so stocken. Was ist das? Das Abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen und folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Eine göttliche Fügung, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Und ein neues Abenteuer erwartet dich. Empfange es mit offenen Armen, der Neuanfang. Lebe deine Träume voller Leidenschaft. Ja, damit haben wir ungefähr alle Karten rausgezogen, auf denen mehr Text draufsteht. Die meisten sind ja sehr, sehr kurz gehalten. Auf der Unterseite des Decks haben wir noch den heimlichen Verehrer. Gut, vielleicht darf der ein oder andere hier wissen, dass es in einer bestimmten Beziehung nicht weitergeht, weil nämlich das Universum verfügt hat, dass hier ein Neuanfang ansteht. Ich habe das Gefühl, in diesem Reading heute, was natürlich wieder eine Kollektivlegung ist, das heißt, es kann auf dich zutreffen, muss es aber ja nicht, dass wir hier zwei Felder haben. Einmal ein Feld, das mit dem Herzensmenschen noch verbunden ist, und ein anderes Feld, das einer alten Liebe hinterherhängt. Du musst selber schauen, ob du dich auf der einen oder anderen Seite wiederfindest, und wenn nicht, dann ist das vielleicht heute einfach nicht deine Legung. Es ist eine sehr spezielle Botschaft. Wie gesagt, ich wurde hier gerade so hingetrieben an den Tisch und ich habe das Gefühl, dass einige im Kollektiv auf eine Entschuldigung warten oder auf ein Bekenntnis, dass man erkannt hat, wie die Situation schiefgelaufen ist. Das ist so ein bisschen so wie, ja, siehst du es jetzt auch endlich? Oder so Genugtuung, ich will nicht sagen Besserwisserei, aber es geht darum, hier den Frieden wiederherzustellen. Wow, 9 Kelche, 6 Stäbe. Ja, es geht irgendwie darum, diesen eigenen Seelenfrieden verteidigt haben zu wollen. Nicht, dass du deinen Seelenfrieden verteidigst, sondern eigentlich wünschst du dir von deinem Gegenüber, dass er eine feste Position einnimmt. In irgendeiner Weise soll dieser Mensch, auf den du hier schaust, eine gute Position einnehmen, um mit dir auch in die Zukunft zu schauen. Mit den 3 Stäbekarten kann es auch sein, dass dieser Mensch hier ein wenig ins Stalken gerät oder dich beobachtet. König der Stäbe. Oha, 2 Könige. Kann auch sein, dass du hier tatsächlich Optionen hast. Ja, dass mehrere Menschen in deinem Feld sind und du sollst da jetzt abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Hier gibt es anscheinend heimliche Verehrer, einen oder mehrere. Und wo du wieder hinkommen solltest, ist die 9 Kelche-Karte. Spüre ich aber gerade gar nicht. Fühlt sich sehr, sehr traurig an im Feld meines Kollektivs. Also wenn du dich angesprochen fühlst, kann es sein, dass du sehr im Vermissen bist. Vielleicht vermisst du wirklich jemanden aus tiefstem Herzen oder ein Abschluss fällt dir schwer. Viele haben ihr Herz geschützt, indem sie den Verstand eingeschaltet haben. Armes Herz, das nur geliebt werden möchte, muss hier wieder geschützt werden. Es könnte ja so einfach sein, wenn es denn mal einfach wäre. Wir haben hier die Illusion. Du denkst, du brauchst ihn, nur weil du sauer bist. Überlege es dir gut. Es könnte sein, dass du einsam endest. Achso, du brauchst ihn nicht. Das macht doch mehr Sinn. Aber seht ihr, es gibt keine Fehler im Universum.
Du denkst vielleicht, du brauchst ihn und vielleicht denkst du auch, du brauchst ihn, weil du sauer bist. Ja, so nach dem Motto, jetzt habe ich so viel Zeit und Geld und Liebe und Aufmerksamkeit und Herzblut in diesen Menschen investiert und dann wird das plötzlich nichts. Ich habe das Gefühl, manche versuchen diese Leere, die durch das Nicht-Gelingen oder Nicht-Zustande-Kommen dieser Beziehung entstanden ist, mit noch mehr von derselben Beziehung auffüllen zu wollen. Aber es fühlt sich überhaupt nicht gut an, sondern fühlt sich stur an. Ja? Ich habe hier eine sture Energie im Feld und ich glaube, es ist an der Zeit, nicht Angst zu haben, einsam zu enden, nur weil man einen Menschen nicht bekommt. Es geht dabei darum, der Wahrheit auch ins Auge zu blicken. Du wirst jemanden kennenlernen, du wirst neue Möglichkeiten haben. Es gibt hier göttliche Fügungen auf einen Neuanfang, wenn du bereit bist, gewisse Sicherheiten hinter dir zu lassen. Vielleicht wägst du selber hier auch ab mit den drei Stäben. Ist für mich der König der Münzen, der langsame, sichere, verlässliche Part, der häusliche Mann der richtige? Oder habe ich hier mehr Interesse an jemanden, der leidenschaftlich vorangeht, der leidenschaftlich schnell ist? Wir haben hier einen langsamen Menschen und einen schnellen Menschen. Dann haben wir hier die Kreativität. Kann ich gerade nicht einordnen. Wir ziehen noch meine Klärungskarte gleich auf die Kreativität. Die möchte noch raus. Kreativität und ein neues Leben. Ja, alles neu. Erschaffe alles neu. Na und mach deinen Scheiß einfach auch alleine, ja? Also mach das, was dir gefällt, einfach auch alleine. Wenn der König der Münzen sagt, nee, ich komme nicht mit auf das Konzert, es ist mir viel zu anstrengend, 2 Stunden in die Stadt zu fahren. Oder wenn du irgendwelchen Humbug brauchst, ja, wenn du irgendwie spontan Geld ausgeben willst, weil du etwas lernen willst, ein Buch dir kaufst oder so. Man könnte das vielleicht auch nächste Woche in der Bücherei ausleihen, aber du hast jetzt das Geld und möchtest das so machen. Und dann kommt der König der Münzen und sagt, nein, das ist unvernünftig. Du bist aber vielleicht in einer ganz anderen Energie und zwar in der 6-Stäbe-Energie. Du willst vorwärts. Du willst kreativ was Neues erleben und Altes zurücklassen. Und vielleicht ist es ein Mensch, der einfach nicht aus dem Quark kommt. Der König der Münzen kann natürlich für jemanden stehen, der finanziell gut aufgestellt ist, der sein Leben sich, oh, das sind viel zu viele, sich gut eingerichtet hat, aber der da auch feststeckt. Wenn wir uns die Karte angucken, dann sitzt der König der Münzen da in seinem auf seinem Thron, in seinem eigenen Königreich und ist schon komplett von diesen Weinranken überwuchert, weil der einfach seinen Arsch nicht hochkriegt. Dieser Mensch sitzt da und führt Tag ein, Tag aus dasselbe Leben. Dieser Mensch sitzt da und fährt vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten dieselbe Schiene und kommt einfach nicht vom Fleck, sodass er da schon eingewachsen ist zwischen dem Weinlaub und sich einfach nur noch immer und immer wieder an diese eine Münze klammert, die ihn halt irgendwie ausmacht. Und dieses Selbstbild, das der König der Münzen vielleicht manchmal auch mitbringt, ist das eines stabilen Menschen. Aber wenn wir ins Innere schauen hier, dann sehen wir, dass dieser Mensch eigentlich nur aus Gewohnheit oder vielleicht auch aus schlechten Gewohnheiten in seinem alten Leben bleibt und dann da auch nicht vorwärts geht. Wenn wir jetzt fragen, worum es hier geht, bei diesem Orakel für dich, wenn wir jetzt mal versuchen, dem Universum zu entlocken, worum es eigentlich im Großen und Ganzen hier geht, dann geht es um die Handlungen. Hier steht, er wird eine Entscheidung treffen. Wie es aussieht, ist er auf dem richtigen Gleis. Ihm ist bewusst geworden, er sollte etwas verändern, denn sonst gehörst du bald jemand anderem. Ja, kann sein, dass der König der Münzen hier langsam das Gefühl beschleicht, dass wenn er nicht aus dem Quark kommt und jetzt nicht mal in die Aktion geht und nicht mal seine alten Zöpfe abschneidet, um dort auch mal aufzustehen, dass dann höchstwahrscheinlich nichts passieren wird. Na, wenn diese 3-Stäbe-Energie zu dir gehört, dann schaust du schon in die Zukunft und guckst, was da noch so liegt. Wenn diese Energie zum König der Münzen gehört, was für den einen oder anderen auch der Fall sein kann, dann versucht dieser Mensch, dich irgendwie zu stalken und zu gucken, an welchem Punkt du gerade stehst.
vielleicht auch ein bisschen abzuschätzen, ob du schon in den Neuanfang gegangen bist mit jemand anderem. Es ist an der Zeit, dein Licht anzuzünden. Du solltest hier auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Du solltest Altes zurücklassen und auch selbstständig in die Handlung kommen. Es ist jetzt wichtig, dass du lernst, wirklich von innen heraus zu leuchten, auch mit der Sechs-Stäbe-Karte. Ein erfolgreicher Feldzug steht an, direkt nach den neuen Kelchen. Sobald du in deine Stabilität gekommen bist, indem du lernst, alle Emotionen zuzulassen und dich auch mal frustriert zu fühlen oder abgenervt oder wütend oder traurig und dann aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch freudig und belustigt und entspannt und alles, ja, also alles, das ganze Spektrum zulässt hier mit den neuen Kelchen. Wenn du auch merkst, dass du mal enttäuscht bist, vielleicht bist du auch enttäuscht oder richtig abgenervt davon, dass du deine eigene Zeit so lange in etwas Falsches investiert hast. Falsches natürlich in Anführungszeichen. Du wirst deine Lektion gelernt haben auf dem Weg dahin, aber für die meisten ist der König der Münzen ein Auslaufmodell. Wenn du ihn bereits einmal, zweimal, dreimal verlassen hast, dann bleib jetzt dabei. Geh nicht mehr zurück dahin, wo dir Schaden zugefügt worden ist, ja, und trinke auch kein Gift, nur weil du durstig bist. Mir wurde gerade gesagt, es soll sich aber auch niemand kopflos in eine Beziehung mit dem König der Stäbe schmeißen, denn der ein oder andere König der Stäbe ist eine zu heiße Angelegenheit für dich. Jetzt nicht im körperlichen Sinne, dass er zu gut aussehen würde, sondern da gibt es emotionale Verstrickungen, die so feurig sind, dass du damit vielleicht auch nicht umgehen kannst. Also gib dem Ganzen Zeit, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und hier haben wir den Regen. Auch der stärkste und längste Regenguss macht irgendwann der Sonne Platz. Also du wirst hier nicht für alle Ewigkeiten in einem Single-Modus verharren müssen, wenn du dich jetzt nicht dazu entschließt, hier einer alten Person wieder die Türen zu öffnen. Ja, du musst nicht aus Einsamkeit heraus jemanden Alten zurücknehmen, so wird das hier präsentiert. Okay, dann würde ich ganz gerne jetzt hier nochmal weitergehen und nochmal in den Ruf der Liebe schauen. Daraus nehmen wir noch ein paar Kärtchen und gucken mal, was vielleicht hier auch von der Seite dieses neuen Menschen kommt. Also, liebes Universum, der König der Stäbe, der interessiert mich hier jetzt aber schon. Wenn wir da mal drauf schauen, was hat es hier mit dem König der Stäbe auf sich? Vielleicht kennen sich die beiden, okay? Vielleicht kennt er ihn, vielleicht weiß der König der Stäbe um die Situation des Königs der Münzen. Kann sein, dass ihr alle drei oder noch mehr Leute in eine Gruppe verstrickt seid, sei es nun arbeitstechnisch im Freundeskreis oder sonst wo. Mag aber auch sein, dass der eine den anderen über dich auf Social Media stalkt. Ungesunde Energie, Minderwertigkeitsgefühle, das kann für ihn oder ihn stehen. Obacht, pass auf, ne? Pass du schön auf, dass du hier so in deiner Energie bleibst und die anderen ihr Ding machen lässt. Das Labyrinth. Dein Seelenpartner ist erschöpft, kraftlos, seine Reise war mühsam, er ist auf dem richtigen Weg. Hier ist jemand vielleicht jetzt einfach etwas müde geworden. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Die Sehnsucht. In der Dunkelheit plagt ihn die Einsamkeit. Es wird ihm klar, dass du die eine bist. Ja, aber es wird dem einen oder anderen hier ein bisschen zu spät klar, habe ich das Gefühl. Aha, kleinen Moment. Guten Morgen. Hallo, hallo. Ich komme gleich. So, jetzt müssen wir aber mal schnell gucken. So, dann haben wir hier die Stabilität. Ja, der König der Münzen setzt auf Stabilität. Er möchte gerne bei dir zu Hause ankommen, Liebe und Geborgenheit. Aber er möchte eigentlich nichts dafür tun. Er möchte sich nicht verändern, er möchte dir nicht entgegenkommen und er hat auch nicht das Gefühl, dass er dich näher kennenlernen möchte auf einer tieferen Ebene, sondern es ist jemand, der möchte dann, weil es sich so gehört, es schön ordentlich haben, es soll alles super sein, ne? Haus, Auto, Job und Frau, alles ordentlich akkurat, wie es sich gehört. Aber bloß nicht in die Tiefe gehen. So, dann haben wir hier eine verankerte Liebe, die etwas ganz Besonderes ist. Man kann Halt und Ruhe ineinander finden. Ja, aber vielleicht strebst du gerade überhaupt nicht mehr nach Halt und Ruhe. Du willst mit den sechs Stäben vorwärts.
Du möchtest mit dem König der Stäbe vielleicht Abenteuer erleben. Dann habe ich hier die Karte. Gut genug. Du fühlst dich von ihm nicht wertgeschätzt. Sollte das nicht ändern, gehst du deinen Weg ohne ihn weiter. Und das fühle ich für den einen oder anderen hier wirklich ganz stark, dass es hier einfach jetzt vorwärts gehen darf. So, aber ich würde jetzt ganz gerne den König der Stäbe hier auch nochmal abklären. Darum ging es mir nämlich gerade. Was haben wir hier mit dem König der Stäbe jetzt am Hut? Dürfen wir darüber schon irgendwas wissen oder ist das hier ein Neuanfang im Blindflug? Die Anziehung. Hoffnung, Reinheit, Ehrlichkeit. Du ziehst mich an durch deine innere und äußere Schönheit. Ja. Und das ist interessant, wie ich gerade sagte, diesem Menschen geht es nicht so sehr darum, dein Innenleben kennenzulernen. Und die nächste Karte sagt uns ganz klar, diesem Menschen geht es aber darum, dich innen und außen wahrzunehmen. Und anscheinend sieht er dich mit dem Herzen. Also hier hast du es vielleicht mit einem Menschen zu tun, der seine Leidenschaft auch dafür nutzt, andere Menschen mit dem Herzen zu sehen. Dann haben wir einen Fuchs. Hier geht es um jemanden, der wachsam, vorsichtig und gerissen ist. Er findet immer eine Möglichkeit, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja, ist auch nichts ungewöhnlich für Feuerenergien. Gucken wir nochmal weiter. Also dieser Mensch wird wahrscheinlich, wenn er auf dich zukommt, diesen Neuanfang auch wirklich dann hier voller Leidenschaft ausleben, was wir hier auch schon hatten. Kann sein, dass er jetzt noch auf der Seite des heimlichen Verehrers zu finden ist. Du befindest dich in einer Zeit, in der Geduld gefragt ist. Versuche nichts zu erzwingen, auch wenn du hier Hummeln im Hintern hast und es Zeit ist, dein Licht leuchten zu lassen. Verbinde dich nicht wieder mit Menschen, die dir nicht gut tun. Ja? Nicht reconnecten mit toxischen Angelegenheiten. Nicht wieder zurückgehen zu Menschen, die dich kaputt gemacht haben. Es kann gut sein, dass jetzt im Winter vermehrt irgendwelche Narzissten zurückkommen oder Psychopathen, die einfach im Winter merken, dass sie doch nicht so beliebt sind, wie sie immer denken, die vielleicht niemanden haben zu Weihnachten oder mit dem sie Silvester feiern können, weil sie es sich mit allen verscherzt haben. Und falls du jetzt so einen Narzissten hast, der dann wiederkommt nach Tagen, Wochen, Monaten oder manchmal Jahren, also mein persönliches Highlight waren 9 Jahre, nach 9 Jahren kam ein Narzisst zurück und wollte es nochmal probieren. Da war ich aber inzwischen schon in einer Langzeitbeziehung und hatte 2 Kinder. Das ist manchmal so. Wenn die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, dann suchen sie Vorwände, um wieder an deine Tür zu klopfen, legen falsche Identitäten an, schreiben dich über Social Media an, bloß um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und hab hier Geduld und geh nicht zu jemandem zurück, der es beim ersten Mal schon nicht ernst gemeint hat. Nur so als kleine Randnotiz jetzt. So, dann haben wir hier die Ungewissheit. Er lässt dich im Ungewissen, seine Sturheit und enorme Geduld treibt dich hier in den Wahnsinn. Kann auch sein, dass dieser neue Mensch tatsächlich abwartet. Ja? Diese Ungewissheit, die hier dazwischen liegt, kann sein, dass dieser Mensch abwartet, ob du wirklich deinen eigenen Wert erkannt hast. Der König der Stäbe ist in diesem Falle ein kluger Mann. Ja, es ist ihm nicht ganz klar, ob dein Herz noch an diesem anderen Menschen hängt. Er kann dich, wie gesagt, besser mit dem Herzen scannen, als es vielleicht der andere Mensch kann. Und dementsprechend sieht er dich und gibt dir deine Zeit. Dieser Mensch geht in die Geduld. Dieser Mensch schaut. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich verzehrt nach dir. Es ist nicht so, dass dieser Mensch hier, der König der Stäbe, nicht alleine zurechtkommen würde, sondern diesem Menschen ist klar, dass du wichtig bist, dass du eine gute Person bist und dass du einen Neuanfang und ein neues Leben aufbauen solltest, könntest, dürftest. Es ist aber wichtig, dich aus Abhängigkeiten zu befreien, in deine Stärke und Kraft zu kommen und genau darauf wartet dieser Mensch. Dieser Mensch schaut, okay, hier haben wir meine Süße und diese Frau ist wunderbar. Ich sehe sie mit dem Herzen, ich sehe, sie hat ihre eigenen Probleme. Aber im Großen und Ganzen sucht sie kreative Wege, Altes zurückzulassen und sich ein neues Leben aufzubauen. Aber er sieht auch, dass diese Verankerung zu einem gewissen Menschen dich immer und immer wieder runterzieht oder dich immer wieder in die Vergangenheit holt oder dich immer wieder heimsucht. Und er fragt sich jetzt, ob du es schaffst, in deine eigene Freiheit zu kommen und wirklich den Mut zu entwickeln, hier vorwärts zu gehen. Ich würde sagen, er hat aber sehr, sehr, sehr viel Hoffnung darauf,
dass du hier deine Schritte gehst. Ja? Ich denke, der König der Stäbe hat hier eine krasse Geduld. Mir kommt auch gerade Stierenergie rein. Ich weiß nicht. Vielleicht ist hier ein Stier dabei, der diese Eigenschaften verkörpern kann. Ich weiß es nicht. So, das ist direkt auf ihn gefallen. Hier haben wir noch den Zynismus. Vielleicht hat er auch Angst, dass er der Lückenbüßer wäre in einer Beziehung. Die 44, interessant. Ja, vielleicht hat er Angst, tatsächlich auch hier mit Schmutz beworfen zu werden. Aber es fühlt sich nicht so an, dass er jetzt ängstlich davor zurückschrecken würde, nur weil du vielleicht einen verrückten Ex-Partner hast. Sondern, dass dieser Mensch eher das Gefühl hat, dass du vielleicht etwas beschädigt bist, was ja auch gut sein kann aus dieser alten Beziehung. Und das ist ihm bewusst, dass du die Liebe vielleicht zynisch betrachtest, weil du durch alte Erfahrungen durchgegangen bist, die dich nun mal geprägt haben. Dieser Mensch hier ist sehr bewusst darüber, wie die menschliche Psyche funktioniert. Auf die andere Seite ist gefallen die Erwartungshaltung hier bei dem König der Münzen. Der erwartet wieder, dass man überdurchschnittlich viele Investitionen tätigt, überdurchschnittlich viele Liebesbekundungen ihm entgegenbringt. Dieser Mensch ist sich unsicher im Herzen, ob du es wirklich ernst meinst, um es mal zusammenzufassen. Dementsprechend überlegt sich seine innere Unsicherheit immer wieder Szenarien, wo du immer wieder gezwungen bist, zu beweisen, dass du gut genug bist. Und du strampelst dich da wirklich ab. Du würdest dich da abstrampeln bei dem König der Münzen, der immer und immer wieder Angst hat, selber auch nicht gut genug zu sein und dementsprechend immer wieder Liebesbeweise einfordert. Das Problem ist, dass er nicht auf dich eingeht, sondern erwartet, dass immer alle auf ihn eingehen, dass immer alle seine Bedürfnisse stillen, dass immer alle ihm den Kram in sein Schloss bis zu seinem Thron hintragen, weil er da ja nicht weg kann. Und du hast da keine Lust mehr drauf. Dann haben wir hier für die andere Seite, ein Traum wird wahr, die 22, was interessant ist, weil die verdoppelte 22, wenn zwei Träume gleichzeitig wahr werden würden, dann wären wir hier beim Zynismus angekommen. Na, nur so für die Zahlenfreaks unter uns. Ein Traum wird mit diesem neuen Menschen auf jeden Fall wahr, wenn du es zulässt. Wenn du zulässt, die alte Beziehung hinter dir zu lassen. Ich hätte dafür gerne nochmal für den König der Stäbe noch eine Positivkarte. Was für positive Eigenschaften trägt dieser Mensch in sich? Du kannst ihm vertrauen. Die 11. So, jetzt sage ich dazu auch nichts mehr. 11, 22, 44, eine 88 gibt es hier nicht. Aber dieser Mensch ist schicksalhaft für dein Leben bestimmt. Er wird dort reingetaktet. Die Engel sagen, go for it. Ja, geh da hinterher, mach das. Du bist an dieser Stelle wirklich aufgefordert, dein eigenes Energiefeld zu klären. Und du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das Vertrauen in die Zukunft größer werden zu lassen, als den Anker in der Vergangenheit zu suchen. Gut, dann nehmen wir hier noch eine Karte und diese besagt, sage Ja zu deinem Leben und lebe bewusst deinen geistigen Selbstausdruck. Lebe bewusst das, was für dich richtig ist an dieser Stelle. Lebe bewusst das, was du in Zukunft sehen möchtest, anstatt den Erwartungen irgendeines anderen Menschen hier zu entsprechen, der deinen Erwartungen ja eigentlich auch gar nicht entspricht. Ja, dieser Mensch hier, dieser Ritter der Münzen, ist ein Projekt. Es fühlt sich an, als müsstest du in diesem Projekt ständig Beweise liefern, Anforderungen erfüllen. Es wäre eine Beschäftigung, eine Beziehungsbeschäftigung. Es würde dich vielleicht ablenken davon, das sind viel zu viele. Es würde dich ablenken davon, in dein eigenes geistiges Wachstum zu gehen und auch deine eigenen Schritte in Unabhängigkeit auf dem spirituellen Pfad zu finden. Der König der Stäbe, der kann vertrauen. Der kann abwarten und schlau sein und sich selbst befriedigen, solange du nicht in diesem Feld bist, und er kann es mit größtem Anmut und Würde tun. Ja? Dieser Mensch ist nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit Angst hat, was du machst, welche Erwartungen du erfüllst und dass du da die ganze Zeit hinter ihm herrennen musst, um deine Liebe zu beweisen, sondern der Mensch liebt sich selbst und dann will er dich als Kirsche auf seiner Sahnehaube des Lebens haben. So, jetzt muss ich einmal unter den Tisch abtauchen, nämlich irgendwas ist unter den Tisch gefallen.
Hier heißt es, unter den Tisch gefallen ist, lass dich inspirieren und folge den inneren Impulsen. 6 Stäbe. Mit der Kreativität, hier folge deinen eigenen Impulsen. Vielleicht möchtest du einfach etwas tun, was nur für dich Sinn macht. Es macht für dich Sinn, es macht dich aus. Und es hat weder was mit dem einen Herrn noch mit dem anderen Herrn zu tun. Es geht jetzt darum, dass du deinen Weg findest auf deinem individuellen Lebensweg. Ja, dass du deinen Abschnitt findest, der für dich notwendig ist. Eine letzte Karte aus diesem Deck heißt... Puh, entscheide dich für ein neues Leben. Gut. Damit schließt sich eindeutig der Kreis. Damit gehen wir dahin, wo wir am Anfang waren. Lass das Alte hier los. Na, lass das Alte zurück. Beginne ein neues Leben. Beginne ein neues Leben. Mit einem neuen Menschen, neuen kreativen Ideen. Jenseits der Erwartungshaltung von irgendwelchen alten Zöpfen, jenseits von irgendwelchen Ex-Partnern, jenseits von irgendwelchen Menschen, die einfach immer und immer wieder es versäumt haben, auf dich einzugehen und dir ein guter Freund zu sein oder dir ein hilfreicher Partner zu sein oder generell aus der männlichen Energie heraus mit dir zu agieren. Du bist es wert, du bist gut genug und du darfst vertrauen, dass dein Traum jetzt bald wahr wird und du brauchst keine Angst haben, dass das wieder so sehr in die Binsen geht, weil dieser Zynismus, der steht dir gerade selbst im Weg, dass du Angst hast, okay, egal, wem ich mich öffne, egal, für was ich mich entscheide, egal, wie oft das Universum mir ins Gesicht schreit, mach hier einen Neuanfang, geh ein neues Leben ein. Du solltest dann nicht verharren und glauben, dass für dich niemals jemand kommen wird oder dass du für immer alleine bleibst. Wo war denn das geschrieben? Ob du einsam endest, mal ganz ehrlich, ob du einsam endest oder alleine bist, da ist ein großer Unterschied drin und der besteht darin, wie du dich selber wahrnimmst und wie gut du mit dir selbst zurechtkommst. Denn wenn du mit dir selbst gut zurechtkommst, wenn du hier in deine Stärke gehst, wenn du erkennst, dass alles, was du tust, gut genug ist für dich, und auch gut genug für den richtigen Partner. Ja, für den richtigen Partner ist alles, was du tust, erstmal gut genug und vielleicht sogar super, weil es ihn einfach glücklich macht, dich glücklich zu sehen. Und das ist das Wichtigste, dass du kreative Wege findest, auch dich glücklich zu machen, auch fernab von diesem Beziehungsgedöns. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Wer mag, darf natürlich gerne kommentieren oder liken. Vielen Dank auch für die Spenden, die eingegangen sind die letzten Tage. Es ist wirklich sehr großzügig und ich fühle mich sehr gerührt und gewertschätzt. Vielen Dank dafür. Und jetzt genießen wir mal den Rest des Tages. Ich kümmere mich jetzt mal um meine Jungs, die da hinten rumröcheln auf dem Sofa und genieße auch den restlichen Sonntag. Ich wünsche euch alles Gute, gehabt euch wohl und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh zur Tagesenergiebotschaft wieder. Bis dahin, bis bald.